Nach dem Prolog in Sülzen-Brückenholzhausen wurde die erste Etappe der Thüringen-Rundfahrt auf dem Kurs des Radklassikers Hainleiter ausgetragen. Vom Start an der Thüringenhalle in Erfurt führte die zum Vorjahr leicht veränderte Strecke nach Norden, über den Kyffhäuser und wieder zurück nach Erfurt, wo auf den drei Schlussrunden jeweils die steile Arnstädter Hohle bewältigt werden musste. Direkt nach dem scharfen Start auf der B4 am Ortsausgang Erfurt gab es die ersten Fluchtversuche. Doch es dauerte bis Rennkilometer 25, ehe die Ausreißergruppe des Tages stand. Magnus Kurt Nielsen, Michael van Turenhout, Martin Thusfeld und Tim Schlichenmeier fuhren zwischenzeitlich mehr als 4 Minuten Vorsprung heraus. Am Kyffhäuser sicherte sich der Däne Nielsen die Punkte und übernimmt damit auch die Führung in der Bergwertung. Im Feld machte die tschechische ITEX-INET-Mannschaft das Tempo und so schmolz der Vorsprung der Spitze bis zur Bergwertung auf knapp 2,5 Minuten. Im letzten Renndrittel hatten die Fahrer mit teils heftigem Regen zu kämpfen, was das Rennen umso schwerer machte. Als es dann das erste Mal die 11% steile Arnstädter Hohle hinaufging, griff zunächst Julien Alaphilippe an. Das australische Team des gesamtführenden Damien Horson versuchte zu kontrollieren. Dann bildete sich eine 4-Mann-Spitzengruppe mit dem Australier Adam Phelan, dem Dänen Christian Haugard Jensen, dem Niederländer David van der Poel und dem Polen Lukasz Wisniewski. Rabobank-Fahrer Mike Teunissen konnte im zweiten Anstieg zur Hohle gemeinsam mit Patrick Konrad zur Spitze aufschließen. Damit hatte das heute sehr stark fahrende ETX-INET-Team 2 Mann an der Spitze. Im letzten Anstieg machte dann Lukasz Wisniewski das Tempo an der Spitze, während sich der deutsche Meister Silvio Herklotz aus der Verfolgergruppe löste und versuchte, die Lücke zu schließen. Herklotz und Wisniewski lösten sich dann von den Begleitern und fuhren gemeinsam an der Spitze. Im Zielsprint setzte sich Lukasz Wisniewski dann gegen den deutschen Meister durch und gewinnt die 2. Etappe der 38. internationalen Thüringen-Rundfahrt. 3. wurde der Däne Christian Haugard Jensen. Silvio Herklotz sicherte sich mit seinem 2. Platz auch die Führung in der Nachwuchswertung und zeigte sich sehr zufrieden. Also ich habe meine Siegeschancen selber eigentlich nicht unbedingt gesehen. Wir wollten eigentlich für andere heute im Team fahren. Aber dann, als ich in der letzten Runde vorgefahren bin am Berg, habe ich gemerkt, dass ich mich ganz gut fühle und bin dann gleich in der Gruppe vorbeigefahren. Und in der Abfahrt hat sich dann der Kilanowski nochmal an mich dann wieder rangekommen. Und dann sind wir zu zweit halt auf die letzten 1000 Meter gekommen und haben uns gegenseitig noch ein bisschen attackiert. Und am Ende hat es dann halt leider für ihn gereicht, aber mit dem 2. Platz bin ich trotzdem super zufrieden. Welche Rolle hat das Wetter gespielt? Es war dann Wolkenbruch und Landunter. Wie schwer war es im Rennen? Genau, gerade das Wetter hat eine große Rolle gespielt. Also ich gehe davon aus, das wäre noch ein bisschen anders gelaufen, das Rennen ohne das Wetter. Also bei mir war eigentlich die Sache, dass mir extrem kalt war und ich deswegen eigentlich in die Offensive gegangen bin, damit mir wieder warm wird, und das ist dann halt gut aufgegangen so. Also die Rundfahrt ist jetzt schon mal besser losgegangen als gedacht, und ich denke mal, die nächsten Tage werden wir weiterhin unser Bestes geben, aber wie ich auch schon vor dem Rennen heute gesagt habe, ist die Rundfahrt ziemlich lang und da kann auch richtig viel passieren. Wie lange trägst du das weiße Trikot? Also ich hoffe, dass ich es noch bis zum Ende tragen kann. Also das ist jetzt, wo ich es habe, mein Ziel ist, zu verteidigen auf jeden Fall. Prologsieger Damien Horson verteidigte die Gesamtführung und trägt auch morgen auf der Etappe mit Start und Ziel in Beringen das gelbe Trikot.